Erinnerst du dich, als wir mit den Kindern hier waren und ihnen alles über Insekten beigebracht haben? Gegen 17 Uhr entdecken zwei Spaziergänger seltsame Spuren. Das auf der Pflanze sieht aus wie Blut. Vielleicht von einem Reh. Sie sehen viel Blut und denken an Wilderer auf ihrem Grundstück. Jemand könnte ein Tier getötet und es dann zum Ausweiden ins Gebüsch gezogen haben. Hoffentlich hat es nicht leiden müssen. Auf der Erde sind Schleifspuren, die tiefer in den Wald hineinführen. Sie folgen den Spuren. Ich weiß nicht genau, wie weit. Bis zu einem kleinen Bach. Small Brook or Creek. Wir waren gerade bei. Oh Gott. And they could see. Da sehen sie plötzlich am Ufer des Bachs einen Fuß aus der Erde ragen. Komm, Liebling. Das Paar ruft die Polizei. Haben Sie hier etwas berührt? Nein. Edward Kaplan von der Polizei in White House ist als Erster am Tatort. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Okay. Gern geschehen. Es war auf jeden Fall eine Leiche. Ich rief sofort die Bezirkspolizei und wollte nichts mehr anfassen. Den Rest des Körpers sollte die Spurensicherung freilegen. Kaplan stellt fest, dass es sein erster Mordfall in dieser Kleinstadt ist. Alle waren total entsetzt. Durch White House ging eine Welle des Schocks an diesem Tag. Armes Mädchen. Eine weibliche Leiche liegt mit dem Gesicht nach unten in der frisch umgegrabenen Erde. Als sie die Leiche umdrehten, sah ich den Schnitt an ihrem Hals. Das vergesse ich nie mehr. Sie wurde aufgeschlitzt. Fast schon enthauptet. Das war wahrscheinlich das Schlimmste, was ich in meiner Polizeikarriere gesehen habe. Das Opfer ist die 19-jährige Janine Brown. Sie wird seit dem Vortag vermisst. Familie und Freunde haben nach ihr gesucht. So etwas haben sie nicht erwartet. Ich erinnere mich, wie meine Mutter anrief und uns bat, nach Hause zu kommen. Als ich von Janines Tod hörte, bin ich weinend zusammengebrochen. Janine ist ein typisch amerikanischer Teenager. Sie hat noch zwei jüngere Brüder und eine Schwester. Ihre Mutter ist alleinerziehend. Ein Jahr zuvor hat Janine den Highschool-Abschluss bestanden. Sie hatte wahnsinnig viele Freunde und war sehr beliebt. Janine und meine Schwester waren eng befreundet. Ich erinnere mich noch, dass ich sie immer ansah und total beeindruckt war. Ich war auch ein bisschen eifersüchtig. Sie war immer sehr nett zu mir und schloss mich nie aus, auch wenn meine Schwester genervt von mir war. Nach dem Highschool-Abschluss zieht Janine mit ihrer Freundin Shelby Barrett zusammen und bekommt einen Job in einem Altenheim in der Nähe. Sie war eine Schwesternhelferin. Sie arbeitete direkt mit den Patienten und war sehr fleißig. Sie liebte den Umgang mit Menschen und das Leben. Sie sagte ganz offen, dass sie eine Familie gründen und als Krankenschwester arbeiten wolle. Ich glaube, sie kümmerte sich einfach gerne um andere. Sie wollte auch gerne reisen und sehen, was es außerhalb von White House noch gibt. Aber sie liebte auch ihre Arbeit und wollte unbedingt Krankenschwester werden. Janine tat viele Dinge mit großer Leidenschaft. Sie mochte ihre Arbeit und war sehr beliebt bei den Bewohnern. Sie war einfach ein Sonnenschein. Ich kann mir kaum vorstellen, wie ihre letzten Augenblicke wohl gewesen sein mögen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wer so etwas tut. Am Tatort analysieren die Ermittler der Polizei von White House und der Bezirkspolizei die letzten Augenblicke ihres Lebens. Sie wurde aufgeschlitzt. Man kann an den Wunden an ihren Händen sehen, wie sie sich verteidigt hat. Ein sehr gewaltsamer Tod. Janine ist unter dem Kleiderstapel nackt, was auf ein Sexualdelikt hindeutet. Sie wurde auch ausgepeitscht und hatte insgesamt 13 Striemen am Körper, die vermutlich von einem Gürtel stammten.
Es waren schlimme Schläge. Diese brutalen Peitschenhiebe deuten auf einen Täter mit starken Rachegefühlen hin. Durchsuchen Sie die Taschen. Ihre Kleidung weist keine eindeutigen Spuren vom Täter auf. Der Gerichtsmediziner nahm nicht nur Fingernägel und Blutproben, sondern auch einen Abstrich der Vagina. Der Abstrich hat Spermaspuren ergeben. Das war ein Vorläufer des DNA-Tests. Die Erkenntnisse daraus waren begrenzt. Der Gerichtsmediziner kann den genauen Todeszeitpunkt nicht bestimmen, aber der Zustand von Janines Leiche lässt darauf schließen, dass sie am späten Donnerstagabend oder Freitag früh getötet wurde. Die Ermittler untersuchen zuerst die letzten Aufenthaltsorte von Janine und befragen ihre Mitbewohnerin Shelby Barrett. Wir waren mit ein paar Freunden unterwegs. Sie sagt, sie hätte Janine vor 36 Stunden zum letzten Mal gesehen, nachdem sie aus dem Copper Lantern gekommen sind. Das Copper Lantern ist eine kleine Dorfkneipe. Dort sind normalerweise alle jungen Leute am Wochenende. Ihr Freund Vic war dort. Und wir hatten einfach einen normalen Abend. Und wir haben mit ein paar Freunden die Kneipe verlassen. Janine und Shelby wurden von einem Freund namens Hugo Callahan heimgefahren. Und als wir die Kneipe verließen, sah Janine, wie ihr Freund die Barfrau küsste. Sie war wirklich sehr wütend darüber. Und sie konnte das nicht so stehen lassen. Als wir wieder zu Hause waren, ich weiß nicht, warum er so etwas macht. Wir hatten doch gerade einen so schönen Abend und ganz plötzlich küsste er eine andere oder lässt sich küssen. Wer angefangen hat, ist mir egal. Was soll denn das? Vielleicht war es ein Missverständnis. Nein, das glaube ich nicht. Er hat früher schon mit anderen geflirtet. Ich kann auch nicht verstehen, dass er das vor unseren Augen macht. Das geht gar nicht. Lass uns einfach ins Bett gehen und morgen siehst du vieles klarer. Nein, ich kann an nichts anderes mehr denken. Ich muss das heute Nacht noch klarstellen. Du kannst im Moment nichts machen. Es ist 4 Uhr morgens. Ich verstehe dann vielleicht, warum er das gemacht hat. Ich muss jetzt mit ihm reden. Janine wollte zurücklaufen und Vic zur Rede stellen. Shelby sagt, sie sei zu Bett gegangen. Und als sie 7 Stunden später aufwachte, war Janine noch nicht zurückgekehrt. Wann hat sie das Haus verlassen? Es war zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr. Der nächste Schritt der Ermittler liegt auf der Hand. Sie statten Janines Freund, Vic Esper, einen Besuch ab. Erzählen Sie uns doch einfach, was an dem Abend passiert ist. Vic will Janine nicht mehr gesehen haben, nachdem sie das Copper Lantern verlassen hatte. Janine ist nicht bei Ihnen aufgetaucht? Nein, ich habe mich verabschiedet und sie ist gegangen. Vic ist seit 3 Monaten mit Janine zusammen. Sie haben sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt. Obwohl er 6 Jahre älter ist, hat die Beziehung laut Vic funktioniert. Es war ein ganz normaler Abend. Ich bin länger geblieben und dann nach Hause gegangen. Ihm wurde klar, dass er verdächtigt wurde. Deshalb war er kooperativ, aber kontrolliert in seinen Antworten. Vic sagt, dass er gegen 3 Uhr zu Hause war. Aber ein wichtiges Detail dieses Abends erwähnt er nicht. Was für ein Verhältnis haben Sie zu Addison Berlin? Addison ist eine Barfrau dort. Und als ich ging, küsste sie mich. Es war nur ein freundschaftlicher Kuss. Und dann bin ich nach Hause. Janine war wütend über den Kuss. Wenn sie so sauer war, dass sie mitten in der Nacht noch zu ihm ging, war sie bestimmt auch noch sauer, als sie ihn dann zur Rede stellte. Vic, wach auf! Was machst du hier? Ich schlafe. Wir müssen reden. Worüber? Darüber, was heute Nacht passiert ist. Nichts ist passiert. Wovon redest du? Nichts ist passiert. Machst du Witze? Wovon redest du? Was machst du überhaupt hier? Du hast die Barfrau geküsst. Darüber will ich reden. Sie hat mich geküsst. Wenn du mir das vorwerfen willst, ist es besser. Du gehst nach Hause. Vielleicht hat Vic auf Janines rasende Eifersucht mit körperlicher Gewalt reagiert. Wo war Ihr Bruder in der Nacht des 19. September? Vic lebt mit seiner Schwester zusammen. Deshalb fragen die Ermittler auch, ob Janine in dieser Nacht vorbeikam.
Sie bestätigt Vicks Aussage. Sie will gesehen haben, wie er nach Hause kam. Wenn Janine später noch aufgetaucht wäre, hätte sie das gehört. Keiner war an der Tür und es gab auch kein Geschrei? Angenommen, die Aussage von Vicks Schwester stimmt, dann hat es Janine nie bis zu Vick geschafft. Aha, bye. Und wie heißen Sie? Stewie. Stuart also. Die Ermittler befragen die Angestellten des Copper Lantern, um weitere Informationen zu bekommen. Haben Sie an diesem Abend mit Janine gesprochen? Ja, klar, habe ich Hallo gesagt. Hat sich in dieser Nacht irgendjemand merkwürdig Janine gegenüber? Nein, nicht wirklich. Wie heißen Sie? Edison. Haben Sie in der Tatnacht dort gearbeitet? Ja. Kannten Sie Janine persönlich? Nur hier aus der Kneipe, aber sie kommt oft. Kennen Sie Ihren Freund Vic? Ja. Haben Sie ihn in dieser Nacht geküsst? Schon, aber ich hatte einiges getrunken. Das hatte nichts zu bedeuten. Hat jemand mit Janine gesprochen? Gab es was Ungewöhnliches? Die Barfrau lenkt die Ermittler auf einen neuen Verdächtigen, Janines Ex-Freund. Er war an der Bar. Sie und der 21-jährige John Barrett kennen sich noch aus der Schule. In der Highschool war sie sehr verknallt in ihn und er auch in sie. Aber die Beziehung hielt nicht. Vor einem halben Jahr trennte sich Janine von ihm. Es tut mir leid. Es geht so nicht weiter. Was? Das passt schon lange nicht mehr. Das geht nicht. Das kann ich nicht akzeptieren. John erzählt Edison in der Bar oft von seinem Liebeskummer. Er hoffte, die Beziehung mit Janine wiederbeleben zu können. In einer Kleinstadt wie White House bekommt John sofort mit, dass sich Janine in Vic Esper verliebt hat. Er muss mit ansehen, wie Janine eine ernsthafte neue Beziehung eingeht. Es hat ihn einfach kalt erwischt. Schlimm ist auch, dass John sich nie komplett aus Janines Leben zurückziehen kann. Denn seine Schwester ist Janines beste Freundin und Mitbewohnerin Shelby. In der Mordnacht liegt er bei Shelby auf der Familiencouch nebenan und hört Janine wütend schimpfen. Ich muss das noch heute Nacht klären. Ich gehe jetzt. Bis später. I'll see you later. Er war eifersüchtig, weil Janine wegen Vic so aufgewühlt war. Bei den Barretts denken alle, John schlafe tief und fest. Doch er hätte Janine auch problemlos folgen können. Nachts allein rauszugehen ist eine riskante Sache. Sie könnte zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sein. Verdächtig ist auch Johns Verhalten, als Janine im Copper Lantern eintrifft. Er war schon früher in der Bar und hatte ziemlich viel getrunken. John verlässt die Bar, kurz nachdem Janine hereinkommt und ihren neuen Freund trifft. Wo denn? Drück einfach irgendwo drauf. Mir reicht's. Ich gehe dann. Ciao. Sie wohnt im selben Haus wie er und trifft sich mit Vic. Das ist sehr schwierig für ihn, weil er das jeden Tag vor Augen hat. Haben Sie ihr was getan? Nein. Okay. Habe ich nicht. Ich habe sie geliebt. Ich hätte ihr nie etwas getan. Er sagte sogar, dass er hoffte, sie würden wieder zusammenkommen und für immer zusammenbleiben. Vic? Er ist nur ein Typ, mit dem sie ging. Ein Lückenbüßer. Sie wäre bestimmt zu mir zurückgekehrt. Sie lieben sie trotz allem, oder? Ja. Sie hat mich auch geliebt. Sie hat es nur vergessen, glaube ich. John behauptet, er sei nach dem Verlassen des Copper Lantern nach Hause gegangen. Dort will er auf der Couch in einen tiefen Schlaf gefallen und erst am nächsten Morgen wieder aufgewacht sein. Seine Schwester bestätigt das. Ja, er war im Haus und hat geschlafen. Sie sagt, dass er zu Hause war, als sie kamen und auch als sie am nächsten Morgen aufwachte. Er hat geschnarcht. Aber Shelby räumt ein, dass John das Haus verlassen haben könnte, während sie schlief. Die Nachricht vom Mord entfacht eine schiere Panik in White House.
Die Leute hatten Angst. Wie konnte so etwas bei ihnen passieren? Viele Leute wurden von ihren Angehörigen nach Hause gerufen. Alle waren angespannt. Yes, ma'am. Kann ich bitte den leitenden Ermittler, Janine Brown, sprechen? Als Janines Kollegen im Altenheim von dem Mord hören, kontaktieren sie sofort die Ermittler. Ich kenne jemanden, der vielleicht in den Fall verwickelt ist. Eine Krankenschwester nennt einen eher untypischen Verdächtigen, einen zudringlichen Bewohner des Heims. Hier ist ihr Essen. Der ein Auge auf Janine geworfen hatte. Oh, hallo, Janine. Es ist der 65-jährige George Gilbrand. Du findest bestimmt was zu tun. Ja, ich habe viel zu tun und viele Freunde. Er ruft den ganzen Tag immer wieder nach ihr, um ihr nahe zu sein. Und um 4 Uhr in der Mordnacht sieht die Krankenschwester George sogar mit Janine auf der Straße. Hi, George. Hi, was machst du denn um diese Uhrzeit draußen? Ich war bei meinem Freund und jetzt gehe ich heim. Die Tatsache, dass er draußen war und Janine getroffen hat, legt nahe, dass er mit ihrem Tod zu tun hat. Sei vorsichtig hier draußen. George ist für sein frühmorgendliches Joggen durch White House bekannt. Er wäre kräftig genug, um Janine Gewalt anzutun. George, was machst du? Mr. Gilbrand? Detective Ross? Ja, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ich habe Sie beim Laufen gesehen. Sie waren so früh joggen? Ja. George bekräftigt, dass er Janine nie etwas antun würde. Gab's nie Ärger? Nein. Haben Sie mit ihr nie geflirtet? Nein. Ich habe nur gesagt, sie war ein sehr hübsches Mädchen. George erzählt, dass er in dieser Nacht nicht der Letzte war, der mit ihr gesprochen hat. Sei vorsichtig hier draußen. Sie sah einen Typen in einem Lieferwagen, der vor das Reha-Zentrum fuhr. Die beiden sprachen miteinander. George beschrieb den Lieferwagen als helles, neueres Fahrzeug. Es fuhr sehr langsam. Sie schienen einander zu kennen. Sie sprachen und lachten ein bisschen miteinander. Als George zurück ins Pflegeheim ging, war Janine immer noch draußen und sprach mit dem Fahrer des Wagens. George sah nicht, was danach passierte. Aber seine Aussage führt zu der Suche nach dem mysteriösen Lieferwagen. Keiner der Hauptverdächtigen besitzt einen solchen Lieferwagen. Deshalb prüft die Polizei, ob einer der Gäste des Copper Lantern einen solchen Lieferwagen hat. Dabei gibt es einen Treffer. Es ist Andy Gustafson. Er ist berühmt-berüchtigt in White House. Einige beschreiben ihn als verzogenen Bengel. Andere berichten, dass er immer Geld hatte und damit um sich warf. Behalt den Rest, aber nicht alles auf einmal ausgeben. Sein Vater war Vizechef eines großen Unternehmens in Toledo. In dieser Nacht hört einer der Gäste Gustafson über Janine sprechen. Hübscher Hintern. Auch bei einer anderen Information über Gustafson werden die Ermittler hellhörig. Sein Zuhause ist nur 150 Meter vom Fundort der Leiche entfernt. Danke, dass Sie Zeit für uns haben. Not a problem. All right, now if you could just share with us. Gut, könnten Sie uns sagen, wo Sie am 19. nachts waren? The night of the 19th. Would that be okay with you? Yeah. Klar, ich bin Ihnen doch gerne behilflich. Andy ist verheiratet und hat 2 kleine Söhne. Er bestreitet jegliche sexuellen Kommentare über Janine in der Mordnacht. Hübscher Hintern? Nein, das habe ich nie gesagt. Ich bin verheiratet und möchte nicht, dass die Leute reden. Das ist eine Kleinstadt hier. Er sagte, er wüsste nicht mal, wer Janine Brown ist. Und wo ist Ihr Lieferwagen? Hinten auf, wo ich ihn immer parke. Er wurde gefragt, ob Janine Brown jemals in diesem Lieferwagen war. Sie war also nie in diesem Lieferwagen? Nein, auf keinen Fall. Ich habe sie ein paar Mal in der Bar gesehen, aber sie war nie in meinem Auto. Während der Befragung durch die Polizei zeigt sich Gustafson kooperativ und beteuert, dass ihn diese Tragödie sehr mitnimmt. Meine Familie und ich sind wirklich betroffen. Ein Mord hier und der Täter läuft noch frei rum.
Er machte sich Sorgen um die Sicherheit seiner Familie, weil das Verbrechen in der Nähe seines Hauses verübt wurde. Hätten Sie ein Problem damit, wenn wir mal nachsehen, ob auf Ihrem Grundstück alles in Ordnung ist? Und dabei auch den Lieferwagen untersuchen? Mein Partner und ich würden uns einfach nur umsehen. Was dagegen? Nein. Haben Sie ein Telefon? Ja, in der Küche. Gustafsson sagt, er hätte nichts zu verbergen und stimmt einer Durchsuchung seines Hauses und des Wagens zu. All right. Schau mal im Wäschekorb nach und mach Fotos. Die Ermittler nahmen einige Messer, eine Jeans und einen dicken Ledergürtel mit einer schweren Schnalle mit. Den packen wir ein. Können Sie bitte da wegbleiben? Und dann durchkämmten die Ermittler den Wagen. Auf den ersten Blick sind keine Kampfspuren zu sehen und nichts deutet darauf hin, dass Janine hier ihre letzten Minuten verbracht hat. Die Ermittler nehmen Fingerabdrücke und entdecken etwas im Aschenbecher. Einige Zigarettenstummel lagen im Aschenbecher, die meisten waren dieselbe Marke, doch eine war von der Marke Merritt. Die gleiche Marke wurde bei Janine gefunden. Können wir loslegen? Klar. Die Polizei bringt Gustafsson aufs Revier und konfrontiert ihn mit dem Fund. Wir kommen gleich zur Sache. Wir haben Zigarettenkippen im Lieferwagen gefunden. Genau die Marke, die auch Janine rauchte. Viele Leute rauchen diese Marke. Aber nicht zwingend in ihrem Lieferwagen. Ich fahre einen Haufen Leute durch die Gegend. Andere nutzen das Auto. Einige rauchen dort. Das sind alle möglichen Kippen drin. Hier kommen viele Dinge zusammen. Die Tatsache, dass Ihr Auto in der Nähe des Pflegeheims gesehen wurde. Wie erklären Sie sich das? Das war nicht mein Auto. Sie reden über Zigaretten, die irgendwer raucht, oder Lieferwagen, die irgendwer fährt. Befragen Sie jetzt alle mit Lieferwagen und Zigarettenkippen? Da haben Sie viel zu tun. Obwohl die Zigarettenkippe verdächtig ist, haben die Ermittler keine Möglichkeit zu beweisen, dass sie Janine gehörte. Außerdem hat Gustafsson für die Tatzeit ein Alibi. Ich habe um 2 Uhr die Bar verlassen und meinen Freund Abbott heimgefahren. Das ist eine Strecke von einer Viertelstunde. Danach bin ich nach Hause zu meiner Frau ins Bett. Wie spät ist es? 3 Uhr. Schlaf weiter, Schatz. Er sagt, er hätte um 3.15 Uhr schon geschlafen. Janine wurde erst später an einem Lieferwagen gesehen. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Bin ich festgenommen? Nein. Gustafsson steht es frei, nach Hause zu gehen, bis die Untersuchungsergebnisse da sind. Keiner der Fingerabdrücke aus dem Auto stimmte mit Janines überein. Und die Messer und der Gürtel wiesen ebenfalls keine Spuren auf. Die Ermittler lassen sich auch von Gustafssons Frau und seinem Freund Abbott das Alibi bestätigen. Wo war Ihr Mann? Ich glaube, er war im Copper Lantern. Okay. Wann ist er nach Hause gekommen? Gegen 3 Uhr. Okay. Ist er danach nochmal weg? Nein, er ist zu Hause geblieben. Was hat er da gemacht? Er ist einfach schlafen gegangen. In Begleitung? Nein. Könnte er danach nochmal weggegangen sein? Nein, davon wäre ich aufgewacht. Da Janine um 4 Uhr vor dem Altenheim gesehen wurde, ist Gustafsson entlastet. Vielen Dank. Die Ermittler nehmen sich die Liste der Gäste des Copper Lantern noch einmal vor. Sie entdecken jemanden, dessen Familie ebenfalls einen Van besitzt. Die Polizei in White House kennt ihn bereits. Es ist der Jäger Alec Chappell. Er hat einen schlechten Ruf in der Stadt. Kann ich einen Whisky haben? Einen einfachen? Ja, bitte. Spendierst du mir auch einen? Ja. Ja? Klar. Alec Chappell war sehr exzentrisch, sehr harsch, neigte zu Gewaltausbrüchen. Er kommt aus einer Familie, die schon seit Generationen in White House lebt. Er ist ein Einzelgänger, der gerne jagt. Auch dort, wo Janines Leiche gefunden wurde.
Alec wird befragt. Vielleicht können Sie uns etwas darüber sagen, wo Sie in jener Nacht waren. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe viel getrunken und weiß nicht, was passiert ist. Können Sie sich an gar nichts aus dieser Nacht erinnern? Nein. Nachdem aus Alec nichts herauszubekommen ist, holen die Ermittler von seinem Bruder die Erlaubnis ein, den Lieferwagen zu durchsuchen. Aber wie bei Gustafson finden sie nichts, weder Fingerabdrücke noch andere Beweise. Wieder kann ein Verdächtiger nicht mit dem Mord in Verbindung gebracht werden. Die Polizei hat keine weiteren Spuren und die Ermittlungen stecken fest. Ich habe gebetet, dass sie eines Tages etwas finden würden. Man hofft, dass irgendein wichtiger Hinweis auftauchen würde und alles ins Rollen käme. Aber wenn nichts kommt, verliert man die Hoffnung. Janine Brown wird in dem kleinen Dorf begraben, in dem sie geboren wurde. Familienangehörige kamen von überall. Alle waren da. Es war sehr traurig. Wenn jemand noch so jung ist und sein Leben verliert, ist es viel schlimmer. Der Mord an Janine kann 3 Jahre lang nicht aufgeklärt werden. Ihre Familie hat Angst, dass alles in Vergessenheit gerät. Sie überreden einen lokalen Fernsehreporter, die Geschichte wieder aufzurollen. Wenn Sie noch nichts von dem unaufgeklärten Mord an der 19-jährigen Janine Brown aus White House gehört haben, wird sich das heute Abend ändern. Wir sind durch ganz White House und durch Waterville gefahren und haben überall Flugblätter aufgehängt. Wir wollten einfach, dass sie nicht vergessen wird und dass die Leute wieder von ihr sprechen. Das brachte neues Interesse an dem Fall zutage und neue Theorien und Hinweise kamen auf. Einer dieser Hinweise kam von einem Hilfs-Sheriff aus New Mexico, 2.500 Kilometer entfernt. Ich wollte mit Ihnen über den Janine Brown-Fall sprechen. Der Hilfs-Sheriff ist in White House geboren und hat vor kurzem seine Familie hier besucht. Ich habe 1 und 1 zusammengezählt, die Art, wie sie umgebracht wurde, mit mehreren Messerstichen. Als der Mord geschah, lebte er nicht in der Stadt, sein Bruder jedoch. Nachdem der Fall wieder im Fernsehen war, habe ich meinen Bruder gehört, wie er am Telefon über Janine Brown sprach. Er schien panische Angst zu haben. Normalerweise hätte so ein Hinweis keine große Bedeutung. Aber er kommt von Drew Chappell, dem Bruder von Alec Chappell. Der Jäger, der in der Mordnacht neben Janine im Copper Lantern saß. Hat Ihr Bruder eine gewalttätige Vergangenheit? Als wir jünger waren, hat er immer Tiere mit dem Messer gequält. Bei seinem Besuch zu Hause hörte Drew, wie sein Bruder Alec panisch über Janine Brown sprach. Der Fall war kurz zuvor wieder im Fernsehen aufgerollt worden. Sie haben ihn angerufen? Sie befragen einfach jeden. Was ist los da oben? Und so habe ich die Puzzlestücke zusammengefügt. Ich denke, Sie sollten ein Auge auf ihn werfen. Die Ermittler konzentrieren sich erneut auf Alec Chappell. Nach dem Mord an Janine wurde er wegen sexueller Belästigung von 3 verschiedenen Frauen in der Gegend von White House verurteilt. 3 Jahre zuvor liefen die Ermittlungen ins Leere. Doch ein Geständnis würde alles ändern. Drew Chappell sieht das genauso. Die Familie ist ein starkes Band. Deshalb ist es ein großer Schritt, seinen eigenen Bruder auszuliefern. Er hat angeboten, sich mit einem Abhörmikrofon verkabeln zu lassen, falls Alec sich selbst belasten sollte. Wann warst du das letzte Mal draußen? Am See? Ja. Ist eine Weile her. Die Brüder wollen angeln gehen. Zuvor verwickelt Drew Alec in ein Gespräch. Alec, welchen Köder willst du? Den schimmernden. Okay, vorsichtig. Sag mal, erinnerst du dich an diese Janine Brown? Ja? Schlimm, was ihr passiert ist. Ja, schon. Alec beißt nicht an und schweigt, wie damals bei der Polizei. Ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht war sie einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Das ist alles? Du denkst, das war nur Zufall? Gab es nicht jemanden, der ihr aufgelauert hat? Warum fragst du? Leider war die Unterhaltung wenig hilfreich. Konkrete Beweise haben sich daraus nicht ergeben.
Die Polizei spricht Alec daraufhin direkt auf das Telefon an, das Drew mitbekommen hat. Alec sagt, sein Bruder fantasiere und er hätte nichts mit dem Mord zu tun. Egal, was er gesagt hat, es ist Unfug. Sie behaupten also, er lügt? Nein, ich sage, er hat es falsch verstanden. Damit stecken die Ermittlungen gegen Alec Chappell zum zweiten Mal fest. Während die Untersuchungen zu scheitern drohen, ist Janines Geschichte in White House nach wie vor präsent. Wir haben sie niemals vergessen. Uns hat sie was bedeutet. Heute wurden in Lucas County fast 5000 Flugblätter verteilt. Wir drehen jedes Blatt nochmal um und fragen noch einmal rum. Vielleicht rührt sich bei jemandem das Gewissen. Wenn jemand reden will, hat er jetzt Gelegenheit. Sie hofften genau wie wir, dass irgendjemand dafür zur Verantwortung gezogen werden konnte. Die Jahre vergehen. Und die Akte Janine Brown wird von Ermittler zu Ermittler weitergereicht. Doch bei hunderten von Fällen geht sie irgendwann unter. 2011 holen die Ermittler für ungeklärte Kriminalfälle, Jay Gast und Tom Ross, den Fall wieder hervor. Das Büro des Sheriffs hat mit Hilfe von Janines Familie die Staatsanwaltschaft überzeugt, den Fall neu aufzurollen. Wir gehen die Beweise nochmal durch und wählen diejenigen aus, die für einen DNA-Test geeignet sind. Und wir gleichen sie mit der DNA möglicher Täter ab. DNA-Tests steckten in den 80er Jahren noch in den Kinderschuhen. Jetzt sind sie ein gängiges forensisches Mittel. Das Labor analysiert die Spermaprobe, die bei Janines Autopsie genommen wurde. Dadurch liegt ein DNA-Profil des Täters vor. Jetzt brauchen die Ermittler Vergleichsproben. Sie gehen die Liste der Gäste im Copper Lantern an jenem Donnerstag vor 28 Jahren noch einmal durch. Sagen Sie mir Ihren Namen? Die meisten sind jetzt in den 50ern und viele leben noch in White House. Mund auf, bitte. Die Ermittler nehmen DNA-Proben von vielen der ursprünglich Verdächtigen. Das könnte Sie vollständig entlasten. Ich bin unschuldig. Bei allen fällt der DNA-Vergleich negativ aus. Dann kommt das Labor auf ein kleines Beweisstück der ursprünglichen Ermittlungen zurück. Ein kleines Beweisstück, das der Schlüssel zum Verbrechen an Janine Brown wird. Vor 28 Jahren wurde eine Zigarettenkippe im Lieferwagen des Verdächtigen Andy Gustafson entdeckt. Es war Janines Marke, aber kein Beweis, dass es auch ihre Zigarette war. Gustafson beharrte darauf, dass Janine nie in seinem Wagen war. Ich habe sie ein paar Mal in der Bar gesehen, aber sie war nie in meinem Auto. Jetzt, im Februar 2011, wissen die Ermittler, dass er gelogen hat. Denn die Zigarette wurde positiv auf Janines DNA getestet. Das beweist, dass sie in jener Nacht in dem Lieferwagen war. An diesem Punkt wussten wir, dass Mr. Gustafson nicht die Wahrheit gesagt hatte. Er hat uns also nicht gerade geholfen. Aber seine Lüge beweist nicht unbedingt, dass er Janine umgebracht hat. Deshalb muss nun untersucht werden, ob Gustafsons DNA zur Spermaprobe passt. Aber es gibt ein Problem. Der Abstrich wurde inzwischen schon von mehreren Stellen verwendet und es war kaum noch etwas übrig davon. Die Watte ist durch frühere Tests so gut wie aufgebraucht. Die Forensiker schaffen es gerade noch, vom hölzernen Teil des Stäbchens DNA zu sichern. Nun brauchen sie Gustafsons DNA zum Vergleich. Er wurde noch nie für etwas verurteilt, wofür seine DNA gebraucht worden wäre. Andy Gustafson ist jetzt 54 und lebt 220 Kilometer nördlich von White House in Birch Run im Bundesstaat Michigan. Seit dem Mord führt der einst verwöhnte, reiche Junge ein bescheideneres Leben. Er ist seit 30 Jahren mit derselben Frau verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne, drei Enkelkinder. Die Ermittler hoffen freiwillig, eine DNA-Probe von ihm zu bekommen. Vom Fund auf der Zigarettenkippe erzählen sie nichts.
Nur, dass sie DNA-Proben von allen ehemals Verdächtigen nehmen. Wir haben nur ein paar Fragen. Nein, ich möchte nicht mit Ihnen reden. Und jetzt verlassen Sie bitte mein Haus. Gustafson verweist sie an seinen Anwalt. Wenn er seine DNA nicht zur Verfügung stellt, könnte er als Mörder auf freiem Fuß bleiben. Als die Ermittler Gustafson überprüfen, stellen sie fest, dass er vor Jahren in Lucas County angezeigt und verhaftet wurde. 2007 wurde er angezeigt, weil er eine Frau über längere Zeit belästigt hatte. Eine seiner Arbeitskolleginnen behauptete, er hätte sie begrapscht, als sie etwas trinken waren. Dem Vorwurf wurde nachgegangen, aber es kam zu keiner Anklage. Ich habe hier was. Die Ermittler schließen sich mit der Kollegin Kurz, die diesen Fall bearbeitet hatte. Sie hat eine Überraschung für sie. Sie hatte eine Speichelprobe von ihm aus dem Jahr 2007. Die Vorwürfe waren fallen gelassen worden und die DNA wurde nie in die Datenbank aufgenommen. Überraschenderweise hat sie die Speichelprobe in ihrem Büro. Die Ermittlerin wusste, dass Gustafson einer der Verdächtigen im Mordfall Janine war und wollte daher die Probe aufbewahren. Sie hatte Angst, dass die Speichelprobe in der Asservatenkammer verloren geht. Die Probe wurde ans Labor geschickt. Ein Anruf bestätigt, Gustafsons DNA stimmt mit der Spermaprobe von Janines Leiche überein. Das gab uns allen Grund anzunehmen, dass sie auch von Andy Gustafson umgebracht wurde. Am 7. Juni 2013 wird Andrew Gustafson wegen Mordverdachts verhaftet. Andrew Gustafson, Sie sind verhaftet. Was soll das? Your DNA was linked to something that happened a long time ago. Do you remember Janine? I heard the name. Janine Brown. Hm? Did you know Janine? Not personally, no. Die Tat liegt jetzt 30 Jahre zurück. Doch Gustafson bleibt dabei. Er behauptet, unschuldig zu sein. We firmly believe, even though she was in your band, and that you had sex with. Wir haben es mit einem Mann zu tun, der 30 Jahre lang mit dieser Tat gelebt hat. Es wäre schön, wenn er hier einfach zugegeben hätte, ja, ich habe es getan. Aber er tat es nicht. Es spielt keine Rolle mehr, was Gustafson sagt oder wie gut sein Anwalt ist. Durch die DNA-Übereinstimmung, die Augenzeugenberichte und die übrigen Beweise ist der Täter jetzt ermittelt. Am 17. November 1983 fühlt sich Andy Gustafson im Copper Lantern von der schönen Janine Brown sexuell angezogen. Später in dieser Nacht macht sich Janine auf den Weg zur Wohnung ihres Freundes. Aber dann überlegt sie es sich anders. Als Janine zu Vicks Wohnung marschierte, kam sie anscheinend an den Punkt, wo sie eine Konfrontation so nicht mehr wollte. Und sie ging zurück. Dabei traf sie auf einen Patienten des Altenheims. Was machst du hier draußen um diese Zeit? Genau zu diesem Zeitpunkt fuhr auch Andy Gustafson durch die Stadt. Er hatte seinen Freund zu Hause abgesetzt und wollte noch nicht zu Frau und Kindern nach Hause. Dann sah er Janine. Mr. Gustafson hat sie heimlich verfolgt und wollte ihr näher kommen, obwohl er verheiratet war. Hey! Hey! Gehst du heim? Ja. Soll ich dich mitnehmen? Das wäre nett. Als Janine einstieg, war ihr Schicksal besiegelt. Danke. Wohin wolltest du denn? Ich wollte zu meinem Freund. Ich wollte über etwas mit ihm reden, aber ich habe es mir anders überlegt. Worüber wolltest du denn reden? Ach, nichts.
Wohin fährst du mich denn? Heim. Das ist gleich die Straße hoch. Aber hier geht's nicht zu mir. Vertrau mir, das ist der schnellere Weg. Gustafson fährt zu dem verlassenen Grundstück hinter seinem Haus. Du bist hübsch, Schatz. Fass mich nicht an. Beruhig dich. Bring mich nur heim. Ich dachte, du willst, dass ich rechts ranfahre. Nein. Andy Gustafson ist ein Narzisst. Er ist es gewohnt, dass alles läuft, wie er es sich vorstellt. Als Janine ihn zurückweist, wird er sauer. Hey, hör auf! Er greift sie extrem an. Lass mich! Nein, nicht! Hör auf! Lass mich! Halt's Maul! Er wollte, dass es ihr sehr weh tut. Nachdem Andy Gustafson Janine Brown vergewaltigt hat, ist ihm klar, dass er sie zum Schweigen bringen muss. Er beschließt, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Sie ist sehr schnell verblutet. Dann zog er sie zu dem Graben und verscharrte sie. Auf diese Weise erniedrigte er auch noch ihre Leiche. Dann fährt er nach Hause zu seiner Frau und legt sich ins Bett, als wäre nichts geschehen, und lügt sie an, was die Uhrzeit angeht. Wie spät ist es? 3 Uhr. Schlaf weiter, Schatz. Gute Nacht.